Absinthe, Beetle. Also Beetles. Ziemlich. Ein Beetle. Da kann ich da drin. He? Das ist der Absinthe. Das schmeckt sicher fein. Das ist der Beetles. Beetle. Wow, das ist sicher ein ganz spezieller Absinthe. Aber super Flasche. Tschüss! Komm, Vicky, komm hin. Schau, es tönt nicht zum Meile hinterher gehen. Komm, Vicky. Schöne Vicky. Lila Blumen. Und schon. Nickelpiga. En nickelpiga jag har i handen. Den klättrar sakta upp efter armen. Och när som helst så flyger den sin kos. Och sätter sig på någon annan ros. En nickelpiga jag har i. Jetzt ist die Transportkiste bereit. Jetzt gehen sie zurück in das sichere Häuschen. Dass nicht der Fuchs die nimmt. Ich habe die ja so lange. Die nehmen wieder Babys. Tschüss. Sen kryper den efter armen och sedan flyger den bort sin kurs och kanske landar den på din nos. Trevlig vår, meine schöne Blume. Då är ni så. Kom in, ger det så lila, pink och på den andra sidan har vi en slippe perennen. Perennen heißt, det kommer ge det så med muskornismache. Einmal Pflanze und jedes Jahr. Tschüss. Schöne Frühling. Ciao. Lekis har vi kväll varje dag. Pojkar och flickor och fröken och jag. Vi målar, leker och klipper till. Ja, vi får nästan göra vad vi vill. Tjus! Jag gråd med att mamma inte ger antwortet. Så jag tycker att det är så vart mitt barn. Du är så glücklich. Att sitta så leben kan. Und schaff, Mutter hat ein Brust, habe ich nicht gewusst. Die Geissmamas haben vier, also den grossen Euter, oder? Und schaff, Mama, nur eine. So lustig ausgesehen. Ich habe gedacht, ich habe die Euter gar nicht gefunden. Und die haben das so schön da zum Rasseln. Und jetzt gehe ich in den Kaninchen. Komm, wir zurück zu meinem Thema. Und die haben jetzt ihren Staubsauger all Gras abgefressen. Das ist von gestern. Habe ich verschoben und jetzt guck mal das an. Ein Tag. Die haben genossen. Hoi, geht ihr wieder rein? Hä? Sonst kommt der Fuchs. Oder der Marder, der gräbt sich da unten durch. Und dann habe ich die morgen nicht mehr. Das ist die Zeit ist jetzt schlimm, weil sie haben nach Babys, Fuchsbabys. Deshalb sind sie sehr am Suchen und nehmen alles, was sie können. Okay, jetzt nehmen wir sie rein. Tschüss. Das ist Transportkiste. Hi. So, jetzt bin ich unterwegs. Es ist sehr dunkel. Es ist jetzt schon April. Also wir haben jetzt Frühling und es ist wirklich schön draußen. Es ist halt ganz warm und wir haben viele Frühlingsblumen, aber die Äpfelbäume blühen noch nicht. Okay, bis später, tschüss. Heute gibt es vielleicht Absinthe. Ganz süß angezogen.
Bienen kommen nicht mehr mit. Sie sind eben in den Garten. Jetzt kommen sie in Häuser wieder rein. Machen wir wieder auf und schauen, wer ist da. Ah, da ist der Wiesli. Am meisten kenne ich mit blauen Augen. Ist ganz herzig, aber ganz schwierig, weil er geht auf die anderen los. Hoi! Ich muss immer wieder schauen, dass er alleine ist. Also, er verletzt die anderen. Und der wurde auch. Einmal ist er voll dran gekommen. Ich habe schöne blaue Augen. Hoi! Ja, jetzt kommt Olga. Olga. Die sind so zutraulich. Das ist Olga und das ist Kette, die mit Mamas. Die sind so süß. Die möchten gerne kuscheln und sind sehr anhänglich. Das ist Kette. Die hat zwei Babys bekommen. Einen muss ich schlafen. Hoi, Kette. Hoi. So süß. Süßige Spindeln. Jag måste nog logga bättre truffa. Ja, alltså busiga spindeln. Himse vimse spindel satt och mumsa bär. Ner faller regnet ville spindeln ta. Men himse vimse spindel gömde sig så bra. Och han började skratta. Ha 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 ha. Tjus! Hi, this is Frühling. Morgen fri. Und das ist überall so schön schon. Ich genieße das. Ich liebe ja Blumen. Ich bin ein Blumenfan. Blumenmädchen. Immer schon gewesen. Die ersten Blumen im Frühling immer grüezi gesagt. Ich habe sie gewartet und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe so viel Zeit gehabt. War viel allein unterwegs mit meinem Hund und wir haben immer geguckt, wie weit die Blumen waren. Wir haben die ersten Blumen geguckt, genau, wie sie gewachsen sind und rausgekommen sind, auf sie gewartet, mich gesehnt. Deshalb habe ich diese tiefe Beziehung zu diesen Blumen. Ich sehe jede Blume. Wo kommt? Wie weit sie sind. Manchmal hatte ich sehr viel Stress und so, aber das ist nicht mehr so. Als ich gearbeitet auf der Bank 100% in Zürich, habe ich nicht mehr Zeit gehabt. Sind meine Fische schön da. Jetzt ist Frühling, kommen sie raus. Sie haben geschlafen da unten den ganzen Winter. Und die Kabeljäger, die sind voll draußen. Die sind aber giftig, also meine Geist darf nicht da drauf gehen. Gott sei Dank sind die jetzt und relativ ruhig. Die halten sich in ihren Zaun. Und sie sind mir gefährlich. Wenn sie nur ein bisschen Giftiges essen, keine Chance, stirbt ein. Und da wir nicht die meisten Sachen nicht mehr haben, wo giftig sind, gibt es Nachbarn und das kannst du gar nicht vermeiden. Also hier ist voll Frühling. Schön! Wow! Und ich habe so schöne Ordnung gehabt, überall, weil ich sehr viel im Garten jetzt gearbeitet habe. Ich merke das auch körperlich, ich bin sehr fit. Auch nicht so viel Fett. Nein, ich meine, ich kann ziemlich viel essen, weil ich dann immer am Bewegen bin. Er ist so schön. Da blühen bald Äpfelbäume und Birken. Da freue ich mich. Nachher sieht das aus wie ein Traum hier. Hat sehr Blüten Postlilien. Die liebe ich auch, sind da jetzt so frisch. Ist frisch da draußen, ist noch nicht so ganz warm. Ist ja gut, dann geht es auch nicht so schnell.
Nicht gut, wenn es so schnell geht. Da sind die Geißen. Oh, ich habe einen grossen Heidelbeerbaum gekauft. Luxusbaum. Das ist sehr teuer, aber ich habe den ja für ewig. Ich kaufe immer nur Sachen, die immer wieder kommen. Das ist ja schön. Einmal investieren und danach kommt jedes Jahr. Das ist herrlich. Ein Geschenk. Muss man nur ein bisschen schneiden und schauen, dass sie gesund bleiben. Okay, tschüss. I lekis har vi kul varje dag, pojkar och flickor och fröken och jag. Vi målar, nana och klipper till, ja vi får nästan göra vad vi vill. Tyst! Gnisigt kaffe och nachar en bier.